Oh ja, wir wollen wieder mal Feuer machen und zwar mit dem Spark-Kit von Survival Stuff. Ich bin ja der Meinung, dass man so einen Feuerstall auch gerne am Messer tragen kann. Aber die Freunde von ja, Survival Stuff haben diese kleine, liebe, nette Box entwickelt. Da ist alles drin, damit du Feuer machen kannst. Und wenn du wissen willst, ob das wirklich geht, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkräfte-Areal auf Val d'Ulabardie. Survival Stuff. Schöne, nette Verpackung. Ist wirklich sehr, sehr stimmig. Gefällt mir irrsinnig gut. Übrigens, das ist billige Eigenwerbung. Das heißt, ich mache für meine eigenen Produkte hier Werbung, wie zum Beispiel den Universalfeuerstahlhalter oder Messer oder sowas überhaupt. Aber Survival Stuff hat mir, das muss man dazu sagen, das hier kostenlos zugeschickt und gesagt, René, schau es dir einfach einmal an und das will ich jetzt hiermit tun. Alubox. Oder Blech, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hast du dann gleich einmal einen Behälter auch mit dabei. Feuerstahl und der süchtig machende Geruch des Waldgoldes. Kinspan. Das Ganze wird mit einem Gummiringel hier, also so einem fetten Gummiband, ja, festgehalten. So, es ist ein bisschen kühl heute hier. Es hat hier jetzt mittlerweile nur 3,5 bis 4 Grad. Und das ist doch ein bisschen kalt. Aber ich habe gerade mit dem Messer gearbeitet, das ist mal warm. Daher habe ich keine Jacke an. Aber egal, zurück zum Thema. So kannst du das Ganze, ich sehe das als, da steht Survival Stuff drauf. Ich würde das eher als Bushcraft Stuff ansehen. Warum? Ich glaube nicht, dass du das in ein Survival Kit so einpacken wirst. Warum? Weil du einfach viel zu damit hast für das, was du eigentlich brauchst. Aber das ändert nichts daran, dass das cool ist, dass ich die Idee cool finde. Aber Bushcraft Stuff wird besser passen, meiner Meinung nach denn. Und jetzt kommt's. Du machst das auf und hast einen kleinen Feuerstahl mit dabei, der absolut ausreichend sein wird, mutmaßlich, und eben den schönen Kinspan. Aber erst was, arbeiten wir einfach einmal damit. Weil das Problem im Reine ist immer, dass er viel erzählt, und daher machen wir einfach einmal. So, du hast, das ist super. Also das finde ich einfach gut. Ich weiß, warum ich das gut finde. Das Band, nicht weil es schwarz ist, sondern weil es lang ist. Man kann richtig arbeiten damit. Manchmal kriegt man Feuerstähle, da ist das Band zu kurz und du musst so arbeiten. Nein, das habt ihr gut gemacht. Das gefällt mir irrsinnig gut. Schön verknotet. Und der Schaber ist wirklich scharfkantig. Das bedeutet Folgendes. Ja, der auch da. Das funktioniert nämlich. Ja. Manchmal gibt es solche Schaber mit dabei, die einfach nichts können, die einfach nur so kleine Mini-Funken machen, aber der, oh ja, der macht Funken. Also das wird gut funktionieren. So, jetzt will ich natürlich nicht das Messer benutzen. Übrigens, das ist jetzt auch billige Eigenwerbung. Das ist der Irbis, das ist eines von unseren Messern und den Universal-Feuerstahlhalter made in der René Rossmann Werkstatt in Österreich. Passt auf so gut wie alle keine gescheiten drauf, aber Ruhe. Wir wollen ja Survival Stuff machen. Jetzt ist es so, es hat geschneit vor einiger Zeit, es ist auch alles gefroren und kalt. Und hier musst du dir im Endeffekt einmal, wenn du wirklich Feuer machen willst, eine Unterlage bilden. Ja? Das heißt, irgendein Holz, irgendwas, damit du vernünftig arbeiten kannst, nämlich auch für den Kinnspan. Jetzt mag ich ein bisschen Tipps. Ah, sagen wir das einmal so. Ich finde die Dose aus dem Grund cool. Erstens, man könnte darin auch Wasser transportieren oder kochen, man in einer Blechdose, ist eine Blechdose. Ist das vielleicht nicht so cool, aber für den Survival-Notfall, warum nicht? Und du kannst jetzt hier beginnen und das Material, das du hier abschabst, auch ein bisschen aufsammeln, ja, wenn es um das geht. Ja? Das heißt, dass ich dann sozusagen diesen Staub hier oder diese Locken, die ich hier jetzt dann zur Verfügung habe, aufsammle. Sonst fliegt das ganze Zeug überall hin und her, dann in den Schnee rein und dann ist es feucht und dann ist die Struktur kaputt und bla. Es funktioniert mit diesem Schaber, das zu tun, ja, also diese, den Kinnspan da jetzt sozusagen aufzuarbeiten, weil das ist ganz wichtig. Du musst nämlich die Strukturen brechen, damit das Etiere schön austreten kann, das ist das, was den guten Geruch macht. Das funktioniert mit diesem Schaber hier. Wie du siehst, mit einem Messer wird es besser funktionieren. Ist es deswegen schlecht? Nein, fix nicht. Hier jetzt da sind die Strukturen, die brechen leider runter, weil es doch dann nicht so scharf ist, aber sei es drum. Ja? Und wenn du glaubst, du hast genug Staub gemacht, geh und mach noch einmal so viel. Ja, also ich habe mir jetzt ein kleines Stück Holz besorgt, gebe jetzt hier das Material drauf. Wenn du locken, also es ist halt so, das Ding ist cool,
Aber ein Messer ist halt auch cool. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte nicht kein großes Messer mit einem integrierten oder einem aufgesetzten Feuerstahl, dann nimmst du halt zum Beispiel ein Victorinox-Messer mit. Übrigens, das ist unsere All-Day-Carry-Scheide, dass du das als Snack-Knife oder im Hosensack fixieren kannst. Aber das ist auch schon wieder billig Eigenwerbung. Welches habe ich? Ich habe den falschen mitgenommen. Ich habe das Fischermesser mitgenommen und Huntsman. Ja, genau. Übrigens, in dieser Scheide ist auch mit eingebaut ein automatischer Öffermechanismus, damit du, ja, manchmal gibt es ja Leute, die Probleme haben, diese Sachen hier aufzumachen. Mit dem hier hast du das Problem nicht mehr. Aber ich mache schon wieder Eigenwerbung, ist böse. Na, auf jeden Fall, das normale Messer kann man eben mit Hand aufmachen, aber diese Zusatzteile, die da drauf sind, die sind manchmal schwieriger. Warum das Messer? Erstens, ich kann die Locken, die ich da mache, die Strukturen, die ich hier mache, sind deutlich größer. Ich glaube, du kannst das hier jetzt gut erkennen und dadurch fängt sich der Funken besser und auch die Gesamtstruktur wird schöner und das Feuer wird besser angehen. Ich weiß, dass der eine oder die andere jetzt sagt, René, wenn ich das nur höre, dass du mit der Klinge 90 Grad darunter fährst, der Ton ist ein Wahnsinn. Ja, der Ton ist ein Wahnsinn, aber manchmal muss das sein. Tja, und da machst du jetzt richtig schöne Flocken. Das ist einfach ein Unterschied. Ich mag das jetzt noch einmal kurz herzeigen. Ich glaube, der Unterschied ist klar. Hier haben wir das mit dem Schaber gemacht und das hat nichts mit Survival Stuff zu tun. Das ist bei allen Schabern so und das hat man mit dem Messer gemacht. Also so ein Messer ist schon irgendwie auch cool draußen. Ja? Aber gut, so. Aber es soll ja hier nicht um den Reine und seine Eigenprodukte und dieses billige Eigenwerbe-Macht-Dingsbums gehen, sondern es soll nur um Survival Stuff gehen. So, jetzt. Aber das geht super. Also das kann ich da gleich sagen, das funktioniert gut. Jetzt schauen wir da mal ein bisschen was runter. Ich auch vom Feuerstahl. Und es brennt. Es brennt übrigens auch. Es brennt gar nicht die Flocken vom Reine. Ich meine, ich habe alle selber gemacht, aber auch das, was ich mit dem Schaber runtergegeben habe, das hat auch super brennt. Also das war jetzt einfach, das war übertrieben, war gar nicht notwendig. Und schau, das brennt jetzt super. Du könntest jetzt auch hergehen und noch mehr kleinere Locken mit dem ganzen Teil hier machen. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach rausgehen, es ist eh wurscht. Ja? Das funktioniert einfach gut. Und du hast so viel Material mit dabei, dass es eigentlich fast nicht geht, nicht das Feuer hinzukriegen. Du könntest jetzt sogar da noch kleinere Teile rausschneiden und mit aufzünden. Also wenn du mit dem hier, was du da mit dabei hast, das Feuer nicht hinkriegst, dann brauchst du Watte und Vaseline. Na, und wenn du kein Survival-Feuer brauchst auf die Schnelle, weil sonst das Überleben nicht gesichert ist, sondern du wirklich, und das meine ich damit, so Bushcraft-Stuff sozusagen, wenn du hergehst und sagst, du nimmst dir das als deine Zunderdose mit, aufgemütlich, ja, mit einem Messer und cool und sowas und überhaupt, und dir aus dem Wald die dazugehörigen Materialien auch noch holst, ja, Anzündeholz und Geschichten, und ein bisschen Zeit gibst der ganzen Sache, dann wirst du wahrscheinlich viele, 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 viele Feuer machen können. Wahrscheinlich mehr Feuer, als man eigentlich in so einem Standardleben, wie man abends, so einem modernen Leben, eigentlich machen kann. Deswegen gibt es ja, und das ist jetzt wieder rein her, unser Bushcraft-Areal, damit du mal beim Waldurlaub Bushcraften kannst und das Ganze auch ausleben kannst. Aber sei es drum. Produkt, cool. Taugt mir irrsinnig. Ach da, so, Entschuldigung. Survival Stuff, ich habe es ein bisschen kaputt gemacht. Es gehört so. Kann ich empfehlen, ist eine gute Sache. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, dort kriegst du das Teil auch. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, ja, dann hol dir vielleicht einen Irbis bzw. einen Universalfeuerstahl, Lampen und auch solche Schleifsteine in unterschiedlichen Größen, die man auf die Kaidex-Scheide draufgeben kann, haben wir im Sortiment oder für das Glockenmesser oder Feldkniven oder da zum Beispiel das neueste Lilly-Messer. Auch da passen die ganzen Sachen drauf. Und sowieso und überhaupt, und es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Kommentar schreiben, Daumen nach oben, dein René Rossmann und ciao, ciao.